So, dann gehen wir rein in die nächste Quest, die wir hier haben. Unseren Auftraggeber erstmal finden, der ist eine Etage unter uns. Da steht er. Ah, mit zwei Mädels? Nee, ein Typen, ein Mädel und Auftraggeber. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Warum sollte Calais dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst, aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Calais forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür. Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Ihr nahmt Calais also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Reinklang sah. Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mal am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Wie war Calais politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Reinklang stirbt. Aber Calais sagte, wir müssen nicht auch sterben. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Sie schlug vor, dass die Utaru Reinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Calais trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Calais Tasche. Ihre Samen sollen in Reinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. So, das ist diesmal direkt eine Nebenquest. Und zwar der Sporn. Für Stufe 17 empfohlen. Ja, wir sind natürlich schon deutlich drüber. Begib dich zum Fuße des Sporns. So wie ich das natürlich weiß, waren wir auch da. So, natürlich Nordosten. Ein Lagerfeuer in der Nähe. Da sind nämlich die Habichte dabei, ne?
Das Lagerfeuer hier ist das am nächsten oder was am nächsten dran liegt. Von da aus müssen wir uns jetzt quer durch den Wald schlagen. Aber sogar ein kleines Lager mit Kisten. Und irgendwo war hier Geflocker. Warte mal, muss ich da hoch? Muss ich da hoch? Glaube schon. Offenbar haben Calais und die Suchmannschaft hier ein paar Maschinen zerstört. Ah, klasse. Eine zerstörte Brücke. Ich muss mich um die Maschinen kümmern, dann kann ich mich umsehen. Jo, also müssen wir uns wieder den Maschinen entledigen. Zuerst den Graser. Andere Seite komme ich noch nicht. Und dann haben wir auf jeden Fall noch einen. Der Graser sollte jetzt kein Problem sein. Wir haben aber das Problem, das fliegt. Okay, jetzt haben wir immer noch ein Flugproblem. Flugproblem dahinter. Aus welcher Brutstätte kommst du? Sie könnte. Da steckt leider der Graser, der ist dahinter noch. Also eine Maschine muss ich noch töten. Noch, da gibt es noch eine. Feuer ist bei dieser Maschine verschwendet. Dann friere ich auch wieder ein. Das ist das Einfachste. Aber wenn man die einfriert, dann ist gut. Ich fange bei der Brücke an. So.
Okay, hier ist die kaputte Brücke. Hier sollte doch schon eigentlich was sein, oder? Viele Fußspuren. Aha. Wahrscheinlich vom Suchtrupp. Laut Bre lag hier das Instrument seiner Frau. Die Suchmannschaft folgerte, dass Calais Leiche wohl vom Fluss weggeschwemmt wurde. Aber dann wäre sie doch in dem Baum hängen geblieben. Sie ist wohl gar nicht gestürzt. Ich sollte mir den Sporn ansehen. Hat der Suchtrupp was übersehen? Anscheinend nahm der Suchtrupp den Weg unter dem Steinbogen durch. Ist wohl der Weg hoch zum Sporn. So, so wie es geklungen hat, müssen wir einfach nur dem Weg jetzt folgen, ne? Und nicht der Klippe hochklettern. Trümmer. Es muss einen anderen Weg geben. Calais und der Suchtrupp erklommen wohl stattdessen die Klippe. Ist schon länger abgebrochen. Ich beschleicht das Gefühl, dass das kein einfacher Weg werden wird. Pfad der Utaru. Offenbar ist hier der Startpunkt des Entdeckungsritus. Geröll auf dem Pfad. Sieht nach Stücken einer Brücke aus. Hier, ich gehe noch weiter nach oben. Ah, nee, warte mal, wir haben noch hier, genau. Ist offenbar schon vor langer Zeit heruntergefallen. Vielleicht ein Sturm. Ja, guck mal, ich gehe noch weiter nach oben. Da oben haben wir sogar ein Lager oder Vorratskiste. Hier fehlt ein Teil des Pfades. Calais ist wohl auch hinaufgeklettert. Wenn Calais es da hochgeschafft hat, war sie eine gute Kletterin. Sie kann nicht gefallen sein. Hey, mach das, dass du da hochkommst. Das muss der Sporn sein. Offenbar hat Calais etwas bei diesem Steintisch da getan. Sollte ich mir mal ansehen. Da ist Reinklang. Genau so saß der erste Utaru. Und schmeißt die Kiste hier. Zermalen. Das hat Calais wohl als Teil ihres Rituals getan. Ich sollte mich umsehen. Mit dem Fokus finde ich heraus, was mit ihr passiert ist. Oder auch nicht, oder?
Hier ist vor kurzem ein Stück abgebrochen. Ich glaube noch immer nicht, dass sie von hier in den Fluss gefallen ist. Ich sollte mich weiter umsehen. Ja, ziemlich hoch. So kannst du echt schon mal guten Selbstmord begehen. Der Suchtrupp war definitiv hier oben. In diesem Gewirr finde ich Kallis Spuren nicht. An diesen Blütenblättern befindet sich etwas. Ist das die Farbe, die Kalle trug? Hat wohl eine Spur hinterlassen. Zu schwach für die Suchmannschaft, aber mein Fokus kann etwas damit anfangen. Da ist die Farbspur. Sie führt wohl weg vom Rand der Klippe. Die Farbspur endet bei einem Haufen abgebrochener Äste. Sollte ich mir genauer ansehen. Wurden vor kurzem Äste abgebrochen. Bei einem Handgemenge? Und hier, Schleifspuren. Sie führen wohl durch das Dickicht hier. Ich kann ihnen mit dem Fokus folgen. Sein, aber wer ist die andere Frau? Kalle. Die Abdrücke an ihrem Hals. Sie wurde erwürgt. Zumindest kann ich Bree die Tasche bringen. Der Mörder hat also versucht, Calais von der Klippe zu stoßen. Deshalb fand der Suchtrupp auch ihr Instrument unten am Fluss. Calais wehrte sich und wurde dann erwürgt und hierher gezerrt. Ich bleib jetzt einfach mal in Deckung. Ich muss jetzt mal kurz scannen. Was schwach gegen Blitz. Sie werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. Ich glaube nicht, dass der Kampf vorbei ist. Noch mehr! Was fehlte mir noch? Unsichtbar. Die Samentasche der Mörderin. Dann kann man sie identifizieren. So, aber das war jetzt ein Pirscher. Deswegen, ja. Also in Teil 1 sahen die noch ein bisschen anders aus.
Glaube ich zumindest. Aber das wäre jetzt eine coole Sache, ey. Kannst du dann einfach die Waffe da schnappen und dann einfach mal draufhalten. Wissen ja Fane und Kell in Reinklang, wem diese Tasche gehört. So, okay. Dann natürlich. Spawnen wir, können wir da nicht? Nee. Okay, es bleibt immer nur als Spawnpunkt natürlich das Lagerfeuer übrig. Wir alle betrauern Calais Tod, aber wir müssen nach vorne schauen. Ihre Tasche. Du hast sie. Bree. Sie ist nicht gestürzt. Das war Mord. Was? Ich bin hoch zum Sporn gegangen. Dort war Calais und auch die Leiche ihrer Mörderin. Das ist unmöglich. Der Suchtrupp hat dort gesucht. Da war nichts. Die Leichen waren in einer anderen Lichtung. Und dort hat niemand gesucht. Als ein Pirscher sie anfiel, wollte sie gerade Calais Leiche verstecken. Wer war sie? Ich hoffte, ihr wüsstet das. Das ist ihre Samentasche. Die gehört Leiner. Sie ist Kells Lehrling. Das verstehe ich nicht. Warum tat sie das? Fragen wir doch Kell. Aber sie... Hey, du! Wo ist Kell? Sie ist durchs Osttor gegangen, vor rund einer Stunde. Sie geht nach Hause. Sommerwind. Sie läuft weg von hier? Aber sie muss vor Gericht. Ich hol sie ein. Wohin muss ich? Da ist eine zerstörte Siedlung an der Südgrenze. Dort wuchs sie einst auf. Wir holen erst noch die Wache und versuchen, dich einzuholen. So, okay. Natürlich geht die Quest weiter und... ja. Da haben wir direkt natürlich ein Lagerfeuer, wo wir hinspawnen können. Es muss Sommerwind sein. Aber wo ist Kell? Hab ich dich. Ah, ha. Weiß es jeder. Es war nur eine Frage der Zeit, als du die Klippe hoch bist. Du hast dem Mann, dessen Frau du ermordet hast, gesagt, er soll nach vorn schauen. Ich habe doch nie gewollt, dass es so weit kommt. Warum dann? Calais säte die Saat der Zwietracht. Sie wollte, dass die Utaru Reinklang verlassen, dass wir unsere Heimat verlassen. Wäre es dazu gekommen, wäre das am Ende zerstörerischer gewesen als jede Krankheit oder Maschine. Du befahlst ihren Tod? Alles hat seine natürliche Ordnung. Wachstum, Verwesung, Tod. Das ist der Lauf der Dinge. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln. Also beseitigte ich, was uns bedrohte.
es tut mir aufrichtig leid. Doch jetzt ist es vorbei. Ich sorg dafür, dass du für das verursachte Leid bezahlst. Zu spät. Ich habe Kalees Tasche. Ihre Samen werden in Rheinklang wachsen und bleiben unvergessen, aber deine? Deine werden nie gesät. Irgendwer wird sie säen. Nein, Kel. Niemand wird das. Nein! Sie musste vor Gericht. Kalee verdient Gerechtigkeit. Verbrenn die Samen. Man soll sich an Kalee erinnern, nicht an ihre Mörderin. Es ist nicht viel. Aber bitte nimm das hier. Als Dank. Ich muss mich nicht mehr auf ewig fragen, was wohl mit Kalee passiert ist. Wie eine Seuche. Drei unserer Leute sind tot. Und wofür? Ich geb's zu. Ich wollte dich nie unter uns. Aber jetzt sieht es aus, als müsse ich dir danken. Du hast uns die Fäulnis gezeigt, die hier um sich griff. Tut mir leid, dass es so kommen musste. Die Fäulnis ist jetzt weg. Neues kann wachsen. So, also der Hauptquest haben wir schon abgeschlossen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen mit den beiden hier quatschen. Ich sorge dafür, dass man sich um Kels Leiche kümmert. Kels Verrat wird ein Schock für viele in Rheinklang sein. Du hast genug für uns getan. Geh mit starken Wurzeln. Ich sorge dafür, dass man sich um Kels Leiche kümmert. Kels Verrat wird ein Schock für viele in Rheinklang sein. Ich pflanze Kalees Samen in Rheinklang. Das geht nur dank dir. Ohne dich wäre Kerl mit Mord davongekommen, Aloy. Nur dank dir ist ihr Verrat aufgedeckt worden. Ich pflanze Kalees Samen in Rheinklang. Das geht nur dank dir. Irgendwie sollen die Ausrufe sein? Du hast genug für uns getan. Geh mit starken Wurzeln. Vielleicht später noch. Weiß ich nicht. Muss eh noch wieder nach Rheinklang. Gucken wir mal, ob die schon wieder da sind. Waren ja auf der zweiten Ebene, ne? Nee, hier nicht. Aber hier waren sie doch eigentlich, oder? Wir standen doch. Ah. Okay. Genug Rationen, wenn du welche möchtest, Fremde. Na, danke, die. Okay, dann würde ich sagen, ist die Quest vorbei. So, warte mal, Maschinennummer. Aktualisieren, genau. Das war jetzt die Nebenquest. Hier, der Sporn.